Herzlich willkommen im Spreewald und herzlich willkommen zum neuen Video. Hier seht ihr den Sonnenuntergang und da hinten, da steht Venna auf dem Parkplatz. Hier übernachten wir heute. Wir sind in Lehde, ein wunderschönes Spreewald-Museumsdörfchen und ich nehme euch mit. Hallo, das bin ich. Ich heiße Jana und ich liebe es, um die Welt zu reisen, fremde Kulturen zu entdecken und exotische Tiere zu beobachten und durch satte grüne Regenwälder zu wandern. Irgendwann kam dann auch Venna dazu, mein liebevoll ausgebauter Zitronen-Berlingo XL, mit dem ich Europa erkunde. Ich habe alles ganz alleine ausgebaut, Bett, Toilette, alles drin. Abonniert meinen Kanal, um bei meinen Abenteuern dabei zu sein und viel Spaß beim heutigen Video. Ich sitze hier auf einem Parkplatz und wundere mich, warum die da so blöd stehen, da hinten so, ne? Weil hier ist das Vlies, hier ist es richtig schön grün. Und jetzt habe ich gesehen, warum. Seht ihr die ganzen Mücken? Die wollen alle in mein Auto. Ich glaube, da werde ich auch ein bisschen Abstand wahren. Was für ein schöner Sonnenuntergang heute. Die Sonne ist gleich weg und ich sag schon mal gute Nacht. Ich bin schon im Auto. Es sind so viele Mücken, ich kann die Tür nicht öffnen. Aber so sieht es draußen jetzt aus. Schön. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich mag gar nicht aufstehen, es ist so gemütlich hier im Bett. Kennt ihr das? Aber erstmal rausgucken, eigentlich hatten die heute Regen angesagt. Mal sehen, wie das Wetter aussieht. Ha, guten Morgen. Brauche ich gar keinen Spiegel. So, jetzt gibt es erstmal Frühstück. Die Sonne lacht. Herrlich. Der Kuckuck ruft. There will be a day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. So, da habe ich die Spuren gefunden, wo derjenige von meinem Auto hoch oder runter ist. Seht ihr die Krallen? Frechheit. Da oben sind auch Spuren und dann ist derjenige die Scheibe runtergerutscht. Da sieht man so ein paar Rutschspuren. Da steht Venna und jetzt mitten beim Frühstück sehe ich, dass hier plötzlich ein Parkplatzwächter ist. Der war gestern noch nicht da. Ich war ja zweimal hier und da war keiner. Dann habe ich mich jetzt vorsichtig rangepusht, ganz nett, so getan, als ob nichts wäre. Und der dann, haben Sie ganz alleine geschlafen hier? Und ich, nee. Also der war super nett und hat nichts gesagt. Glück gehabt. Aber jetzt läuft er hier zwischen den anderen beiden Wohnmobilen umher und hat sich das Kennzeichen aufgeschrieben. Habe ich vielleicht noch mal Glück gehabt. So, ich bin jetzt auf dem Weg von Lehde nach Libbenau. Die Stadt mal anschauen. Ich war da schon mal, aber ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Hier ist jetzt noch ein richtiger Campingplatz, aber echt wie die Heringe dicht gedrängt stehen alle nebeneinander. Das ist einfach nichts für mich. Jetzt bin ich gleich am Hafen angekommen. Da ist schon die erste Brücke. Hier ist der Schlosspark und das Schloss und da hinten kann man schon die Kirche sehen. Und ich gehe jetzt hier Richtung Hafen weiter, wo der Rhododendron so schön blüht und die Kastanien. We will be living in harmony and singing together a melody so pure, so real, only love. Ich bin am Hafen angekommen. Hier kann man also mit dem Kahn durch den Spreewald starten.
Ich habe übrigens bei Instagram, ich verlinke es euch mal hier oben, ein Bild von meinem Profil. Da gibt es diese kleinen Story-Highlights. Da sind die ganzen Spreewald-Stories auch drin. Und es ist auch immer der Standort verlinkt. Also wenn ihr vorhabt, hierher zu fahren und das gleich suchen wollt, klickt einfach immer auf den Standort in meinem Story-Highlight. Dann könnt ihr euch direkt hierher navigieren, ohne es großartig suchen zu müssen. Auf jeden Fall ist hier mächtig Trubel. Hier kann man einkaufen, Souvenirs, Kahnfahrten buchen oder mieten. Ja, jede Menge los hier in Lübbenau. Dieser Brunnen ist so ein Kunstwerk hier auf dem Kirchplatz. Und zwar hat der Bildhauer Volker Michael Roth das erschaffen. Ehrlich gesagt, mir gefällt es nicht so. Blüht hier alles herrlich. Ja, viel mehr ist hier nicht zu finden. Zwei Cafés, ein paar alte Häuschen, die Kirche und das war's schon. Ich bin zurück in Lede und habe mir auch ein kleines Souvenir mitgebracht. Fand ich total niedlich. Und ja, jetzt gehe ich noch ein bisschen durch Lede spazieren und snacke noch was, bevor ich dann wieder nach Hause fahre. Ist das schöne Wochenende hier wieder vorbei und es war wirklich 100% eine tolle Idee herzufahren. Hier im Frühling, die Sonne scheint, das Wetter war super, also ja. Kann ich einfach nur jedem empfehlen. Ups, schaut mal, wie voll es jetzt geworden ist. Der ganze Parkplatz ist voll. Take a look around you. Can you see it coming too? All around the world we can make a stand and reach out for others to take the hands. Ich stehe jetzt hier am Feuerlöschgerätehaus und die haben natürlich nur ein Rettungsboot oder ein Feuerlöschboot und kein Feuerwehrauto. I can see an open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. We can make it happen today. All we just have to say are words of love that cast out every hate. Hier im Café Venezia oder Venedig habe ich jetzt gerade Mittag gegessen. Natürlich traditionell Grützwurst mit Sauerkraut. Das Café ist eines von beiden, also von den beiden traditionellen Restaurants, die es schon Ewigkeiten hier gibt, auch zu Ostzeiten. Ich glaube, das wurde 1925 hier eröffnet. Und ja, jetzt bin ich dick und rund gefuttert und jetzt gehe ich durch Lede zurück, esse noch einmal dieses super leckere Rhabarber-Eis und dann mache ich mich auf die Socken und fahre nach Hause. Every little step in this direction will heal the world and cause affection. Trust now the source of love. Take a look around you. Can you see it coming too? Ja, mein schönes spontanes Wochenende ist zu Ende. Ich stehe jetzt hier in Lübbenau und bin bereit, nach Hause zu fahren. Und es ist überhaupt gar nicht weit. Ich war jetzt selbst erstaunt, als ich das Navi einstellte. Schaut mal. Eine Stunde und 34 Minuten. Das ist eigentlich ein Katzensprung.
könnte man doch echt öfter mal machen. All around the world we can make a stand and reach out for others to take their hand. So, wie ihr seht, ich bin gut zu Hause angekommen und unterwegs jetzt auf dem Trip im Spreewald ist mir wieder eine gute Idee gekommen. Also geht es euch auch so, wenn ihr unterwegs seid? Es gibt immer wieder Sachen, die man besser machen kann im Auto und da hatte ich eine Idee. Und zwar, mein Spülmittel und mein Handwaschmittel habe ich irgendwie immer irgendwo im Auto. Dabei bin ich hier am Abwaschen und hier am Plempern. Ich bin ja ganz selten im Auto, sondern eher hier draußen. Und jetzt habe ich mir überlegt, ob ich die hier irgendwie festmachen kann. Die Tür würde trotzdem noch zugehen. Ich habe es gerade ausprobiert. Und jetzt passt mal auf. Jetzt habe ich so ein IKEA-Gewürzregal hier gefunden. Das ist natürlich zu lang. Jetzt würde ich das kürzen. Und dann kommt das hierher. Und mein Spümmel steht fest. Wie findet er das? I can see this open door. What are we waiting for? Now is the time to bring back the love into the human heart. So. Na, sieht ja schon mal gut aus. So, jetzt noch hier die Löcher reinbohren, dass ich die Ende befestigen kann und die Stange und fertig. Das Ende mache ich mit meinem Opinel-Messer. Das ist schon mal fest. Jetzt muss ich hier nur noch die Löcher bohren. So, das sieht schon mal gut aus. Den Rest mache ich aber morgen, weil ich es erst schleifen will. Dann macht sich das mit dem Schleifen einfacher. Ja. Weil heute ist Sonntag, sonst klappt es nicht mit dem Nachbarn. Jetzt baue ich alles zusammen und dann kommt es ins Auto rein. There'll be a day coming, a time of peace. No more pain and suffering, just ease. We will be living in harmony. Fertig! Ist doch süß geworden, oder? Ja, jetzt kommt das hier angebaut. Mit der Wasserwaage noch ein bisschen ausgerichtet und dann kann hier mein Putzkram stehen. Singing together a melody, so pure, so real, only love. Take a look around you. So, fertig ist meine Spülecke. Perfekt. Hat euch die Zeit hier im Spreewald mit mir gefallen? Dann gib mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, hier mal einfach einmal klicken, Abo dalassen. Bis bald!